Oh mein Gott, was da schon wieder passiert? Wieso hast du nie was gesagt? Warum sagst du nichts? Ja, warum denn nicht? Weil meine Familie. Hast du eine andere Sprechung gelesen? Styrus. Das ist aber doch keine Familie. Aber ich meine, du hättest doch einfach irgendein Wort sagen können. Genau, sag ja, doch was. Für mich ist es nicht leicht. Ich komme aus einer konservativen Familie. Hm. Ist nicht so wie bei den anderen Familien. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Wir haben uns geküsst. Was soll ich denn machen? Du darfst es keinem erzählen. Sag das niemandem, sonst hau ich dir auf Fresse. Wenn das rauskommt, dann ist die Beziehung zwischen mir und Rexler vorbei. Ich meine, ich liebe Pimli. Ich verstehe. Ich liebe ihn. Ich liebe auch Pimlis. Sorry. Ich verstehe es. Ich werde es keinem erzählen. Du darfst es aber auch keinem erzählen. Na, warum sollte ich? Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Okay. Du, ich gehe zurück, ja? Okay. Bis später. Bis später dann. Mach's gut. Wir lieben alle Pimmelhype. Guten Morgen, aufstehen, ab in den Versammlungsraum. Ab in den Versammlungsraum, Pimli. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Ich meine, der Kuss von Jürgen, das war so... Geil. Geil Pimli war's. Pimli darf davon einfach nichts erfahren. Ja. Sondern heute Morgen auch noch so früh aufgeweckt werden. Was soll das? Ja. Freunde, aufstehen, ab in den Versammlungsraum. Ach, was denn da passiert, Alter? Was denn da passiert? Hanblade, du bist der Schönste. Guten Morgen. Kannst du jetzt gerade mal nachgucken, wer meine Eltern sind? Klar, guck doch mal schnell im Internet nach, wer meine Eltern sind. Vielleicht ist es auch einfach Simon Unge, man weiß es nicht. Vielleicht ist das Ergebnis schon da. Komm, Georg. Ich hasse so geweckt zu werden. Ich auch, Mann. Ich hasse es, wenn das Brazzers Kamerateam direkt an meinem Bett steht und sagt, so, guten Morgen, und jetzt wird gefickt. Und? Nee, leider noch nicht. Schade. Mann. Leute, was ist denn hier los? Ich soll denn nicht aufstehen? Morgen. Wo kommt die denn jetzt her? Hä, hab ich irgendwas verpasst? Was macht die da, Digga? Heute Morgen wurden wir geweckt und das ist gut, weil ich sonst immer verschlafe, weil wir nämlich in den Versammlungsraum sollen. Ich find's nur schade, dass man noch nicht weiß, wer meine Eltern sind. Der wird immer dümmer, dieser Charakter, oder? Der wird immer dümmer, Alter. Krank. Danke an Thomas für den Link im Video. Kjell, bist du verlinkt worden? Falls nicht, danke für deine Donation. Get it up! Get it up! Dop, 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 dop. Wer ist das denn, Digga? Einen wunderschönen guten Morgen, Jungs und Mädels. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Dieter Kegel. Ihr könnt mich gerne Didi nennen. Ganz einfach Didi. Wer ist das, Alter? Wer ist Dieter fucking Kegel, Mann? Wer ist das? Ich bin Talentcaster von der Show Das Supertalent. Sagt euch das was? Ja. Hä? Meine Produktionsfirma hat mich zu euch geschickt, zu eurer Klasse, um rauszufinden, ob es bei euch ein paar Talente gibt. Wer ist denn fucking Didi, Alter? Ich kenn den nicht. Wer ist das? Wenn es bei euch Talente gibt, habt ihr die Chance, in der Show dabei zu sein, ein Teil davon zu sein. Bin ich natürlich schon mega neugierig. Ich würde euch bitten, einfach zwei- oder Dreiergruppen zu machen. Und ich würde dann mal vorbeischauen und ihr könnt zeigen, was ihr drauf habt. Und im besten Fall seid ihr ein Teil der Show. Mega, ey. Gut, dann macht euch fertig. Ich komme dann gleich einfach mal schauen. Ja. Und ich hoffe, dass wir da gut zusammenarbeiten. Und wie kann es eigentlich sein, dass diese Klasse komplett gesell-outet wird? Also ich meine, Frau Ostermann hat jetzt erst ein Kamerateam dazu geschickt. Dann noch mittlerweile Didi Pimmelkopf, keine Ahnung, wie er heißt, Alter. Junge. Was sind das für Menschen da? Was sind das für eine Schule, du, die komplette Klasse einfach verkauft an irgendwelche TV-Formate? Hoffentlich ein paar Talente sehen auch. Bis gleich. Das ist nicht Bodyformus, nein. Auf YouTube heißt der Bodyformess. Also erstmal heißt der Bodyformus und nicht Bodyformess. Und zweitens, das ist der nicht. Also ich möchte auf jeden Fall singen, weil ich da, glaube ich, richtig viel Talent drin habe. Und ich werde jetzt Cherry Lady von Capital Bra, performen. Okay.
jetzt Playback. Ah ja. Cherry Lady, du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Fuck, Mann. Genau, nochmal vom Anfang. Oder? Ja, also ich find's nicht so gut, dass sie jetzt einfach eine Castingshow herbestellen. Ich meine, wenn's um richtige Kultur gehen würde, dann ja, das Theater oder die Oper. Ja. Aber so? Ja, du hast recht. Du hast recht, Georg. Du hast recht. Das ist Nelson von Bodyformus. Ja, aber es ist nicht Bodyformus himself, Leute. Das ist nicht Barry. Du, sag mal, Georg. Ja. Hast du schon eine Idee, was du für einen Talentwettbewerb machen möchtest? Ich kann höchstens vielleicht ein paar Baumarten aufzählen. Da bin ich ja gut drin. Ja. Zum Beispiel den chinesischen Blauglockenbaum oder den Katsura-Baum aus Japan. Oder kann der das Maul halten, Alter? Ich glaube nicht, dass das als Talent zählt. Nein, stimmt. Also, weißt du denn schon, was du machen möchtest? Du könntest ja als Miss Germany antreten. Georg, das ist süß von dir. Also du bist echt das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe. Ach du Scheiße, Alter. Georg, halt dein Maul bitte, danke. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Nicht mal deine Eltern? Es gibt auch einen Baum, der heißt Taschentuchbaum, weil die Blätter sind sehen so aus wie Taschentücher und ist ganz spannend. Ah ja. Ist das nicht spannend mit diesem Talentscout? Ziemlich, ja. Weißt du, ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht was rappen könnte, so. Ich mache das manchmal ganz gerne, ich habe da auch was vorbereitet, aber... Ja, probier es doch einfach. Ich habe das noch nie jemandem gezeigt. Komm, also, Pimli, hau raus. Moment, ich versuch's. Ey, yo. Es ist Drexler. Ich hab nicht nur Dreck am Stecken. Mein Name ist Pimli und du findest das scheiße? Doch mein Riesenpimmel ist der Grund, warum ich so heiße. Leute, es ist, glaube ich, für mich an der Zeit, also ist es soweit, dass ich den Stream einfach ausmachen sollte? Ich weiß es nicht, es wird immer unangenehmer. Du denkst, von uns beiden bin ich die Lusche? Wer muss 100 Bitches bangen, um sein Ego hochzupushen, hä? Sag noch einmal, ich hätte eine Hemmschwelle und dann kriegst du eine Cockschelle in dein Gesicht. Ha, gay, Wahrheit oder Pflicht? Du nimmst nie die Wahrheit, denn du kannst sie nicht ertragen. Dabei kann ich dir doch helfen, also lass dir von mir sagen, deine Coolheit ist genauso vergänglich wie oberflächlich. Doch meine Coolheit, Alter, die ist fucking unendlich. Stanley, ich weiß, du bist ein Fuckboy. Doch zum ersten Mal wurdest du von mir gefuckboy. Ey, Leute, ganz ehrlich, warum ist dieser Diddy in dem Zimmer einfach drin? Wieso rennt er da frei rum? Wo ist Frau Ostermann eigentlich? Ja gut, Frau Ostermann ist mit mir in der Ostersee, das passt. Leute, diese Klasse muss ganz dringend in eine geschlossene Anstalt. Das meine ich ernst. Ich war vor Ort. Es ist wirklich schlimm. Die Schüler sind außer Rand und Band. Und die Schauspieler haben sich so sehr in ihren Rollen eingefunden. Die gehören alle weggesperrt, Leute. Die gehören alle weggesperrt. Die nächste Klassenfahrt, die geht in die Klapse. Straight up. Echt? Ey, das war einfach... mega. Ganz ehrlich, du hast da was in der Stimme, was berührt. Eine bestimmte Wärme. Also, ja. Ganz ehrlich, du bist ein Rohdiamant. Aus dir könnte man, glaube ich, wirklich was machen. Glaube ich auch. Super freuen, ja. Wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Klingt mega, wirklich. Aus ihm könnte man was richtig Gutes machen. Zum Beispiel ein Fliesenleger oder ein Koch. Aber kein Sänger. Mega. Du hast eine bestimmte Wärme in der Stimme. Ich glaube, die berührt die Menschen. Ja, gerne. Wir sehen uns gleich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Sehr gerne. Super, echt klasse. Ich komme gleich, ja. Digga. Zeit da. Ich war voll unvorbereitet und ihm hat es trotzdem gefallen. Ist das nicht toll? Ja, das ist es. Was hast du denn? Toll. Ach du Kacke. Ich hab was getan. Was hast du getan? Ich hab Jürgen geküsst. Nicht mit Jürgen. Den Jürgen immer würgen. Ab dafür.
Also immer wenn ich denke, dass es gerade viel besser läuft, dann kommt es doch noch viel schlimmer. Ja. Ich ertrage das bald nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich einmal, dass Fernando anders ist und dass er mich wirklich liebt. Aber irgendwie habe ich einfach so eine Ausstrahlung, dass andere mich scheiße finden. Alle finden die scheiße, Pimli. Automatisch wie scheiße behandeln. Genau, weil du scheiße bist. Ach, keine Ahnung. Was machst du da zum Teufel? Naja, der Talentcast ist doch heute da und die anderen haben gesagt, dass meine Cherry Lady Performance nicht so gut sei. Okay, und was hast du für ein Talent? Naja, ich könnte zum Beispiel einen richtig guten Handstand machen. Na gut, dann zeig mal. Pass auf. Alter, dieser geistig Behinderte. Digga, Jonas, wieso hast du dir den dümmsten Charakter geschrieben und warum wirst du von Folge zu Folge wirklich dämlicher? Du bist nicht mal mehr auf dem Niveau eines verfickten Toastbrots, Alter. Du bist durch. Ist der jetzt tot? Oh, das war Käse. Das war Käse. Okay, ich könnte meinen Namen rufen. Jungs, gibt's hier schon was zu sehen? Ja, ich habe richtig viele Talente. Sag doch mal. Zum Beispiel könnte ich meine Handy einen Kilometer in die Luft werfen und es dann wieder auffangen. Lass das mal, dann geht's kaputt. Genau, oder das wäre keine so gute Idee. Hast du nichts von? Nee, ich fange es ja wieder auf. Ach so. Okay, bereit? Achtung. Okay. Ja, jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Hey, warte mal. Wieso ist denn das kaputt? Ah! Rhino-Sheesh! Mal besser lassen. Ist er noch komplett ganz? Ja, das ist doch mit einer Handyhülle von Rhino-Sheesh. Da können Handys doch gar nicht kaputt gehen. Die cool. Hülle ist ja ein richtiges Supertalent. Ja. Krass. Ja, Mensch. Naja, ich könnte jedenfalls auch noch tanzen. Zeig mal. Das war Käse. Also da muss man sich dann auch Musik drunter vorstellen. Ja. Okay. Mir fällt nichts ein, was wir bei der Talentshow machen könnten. Mir auch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich meine, wenn, dann würde ich eh viel lieber bei German Sex Top Model mitmachen. Ja, mach doch. Super Talent. Ja, ist so. Ja, da hättest du auch Chancen, glaube ich. Ich kann Sport machen. Ich kann Liegestützen. Ich kann Liegestützen und dann hochschnell und dann klatschen. Glaube ich tatsächlich nicht, dass der das kann. Also, glaube ich nicht. Das geht. Versuch's mal. Ja, das ist easy. Das ist gar kein Problem. Das kann ich machen eigentlich. So, und wenn ich dann unten schnell hochgehe, dann klatschen. Oh ja. Okay, das ist cool. Ja. Das kann ich machen. Vielleicht findet er das cool. Vielleicht komme ich in die Show rein. Jetzt hast du schon mal zwei Leute, die das nicht kennen. Du kannst, du hast mir das mal erzählt. Was denn? Dass du so singen kannst ein bisschen. Ich möchte das eh unbedingt mal sehen. Oh, bitte, nein. Zeig mal was. Boah, das wäre voll. Hey, Cheyenne, jetzt sing doch mal, Bruder. Toll, bitte. Nein, ich sing nicht vor Leuten. Komm schon. Ich sitze nur wie bei einer. Wir haben eine Gitarre hier in der Wohnung. Ich hol die. Und dann kannst du mal probieren. Ich sing nicht wirklich. Ich mach das nur für mich zu Hause. Ah, okay. Alleine. Ja, ist ja besser. Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Und in dem Moment war ich gerade mit Frau Ostermann am Strand, Alter. Oh, jetzt bin ich mega gespannt. Ich auch mega. Achtung. Aber erwartet nicht zu viel, okay? All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Ist gut, aber die ist unter 17, unter 18, deshalb darf ich nicht sagen, dass ich es gut finde. Use the sleeves on my sweater. It's having an adventure. Head in the clouds, but my gravity senders touch my neck and I touch yours. You and those. Touch my neck and I touch yours. Und dann würgen wir uns, bis wir beide ohnmächtig sind. Superladen, ey. Little heart wasted short, so old. She knows what I think about it. What I think about one life to mouth my love. Fass mir ins Auge und ich hau dir eine rein. Du bist eine blöde Nutte, wie kann man so dumm sein? Sorry, dass ich reinplatze. Das war richtig schön. Also es hat richtig was in mir ausgelöst. Das war
Du hast echt eine tolle Stimme, muss ich ja, mal sagen. Ja, ganz, ja. Ganz toll. Ich hab's dir gesagt. Super. Ja, Didi. Ja. Cheyenne ist einfach so talentiert. Ich meine wirklich, das war einfach mega schön. Ich fand's super. Ich würde sie weiterlassen. Das hat sie echt gut gemacht. Und ihre Stimme klingt wie von einem Engel, das Ding. Genau. Ich bin schon großen Vier. Was macht ihr alle hier? Hey Pimli, sitzt hier nicht so traurig. Pimli, setz doch mal glücklich da. Ich kann gerade nicht anders. Du kennst doch den Jürgen, oder? Ja, den Jürgen Würgen. Fernando hat ihn geküsst. Citrus. Ja, aber ich meine, jeder hat Probleme in der Beziehung und... Genau so ist es. Sorry, es fühlt sich einfach so an, als würde alles schlimmer werden. Ich glaube wirklich, egal was passiert, am Ende des Tunnels wartet immer ein Licht. Das ist mega, mega aufbauend, ey. Egal wie scheiße die Rad geht, am Ende des Tunnels wartet immer ein Licht. Weil wenn du tot bist, dann ist da das Licht am Ende des Tunnels und dann bist du tot. Schön. Ja, das habe ich auch selber, dass ich Probleme habe und dann... habe ich so ein richtiges Tief und dann am nächsten Tag passiert wieder was Tolles und dann ja. Wieder ein Hoch und dann wird ja. Alles wieder gut. Mhm. Dann kommt wieder eine gute Nachricht und... Sorry. Ich höre dir sofort wieder zu. Ich... meine Mom. Okay. Hi, Mami. Was hat Papa? Oh nein. Ach du Scheiße. Meint ihr das ernst? Was ist mit seinem Papa los? Was mit Papas Pimli? Pimlis Papa? Ja. Ja, gut. Dann mache ich das jetzt. Ja. Ciao. Ja, was ist los? Mein Vater hat einen neuen Job. Ich zieh morgen nach New York. Wieso heult der denn, Alter? Ist doch besser für ihn. Also, tut mir leid. Besser als alle mal in dieser Irrenklapse, Digga. Also, diese Irrenklasse. Verpich mal schön nach New York, Kollege. Was? So ein Dreck. Schade drum, Leute. Aber ja, gut. Ist dann jetzt halt so, ne? Also, Pimli, mach's gut.